Ein Michelin-Stern, drei Hauben, 17 Punkte Gomio. Alfons Schubeck im Landgasthaus Holzbeutel. Ohne einem guten Grundprodukt kann man nicht gut kochen. Das Auto will das beste Benzin, das Auto fordert auch das beste Öl. Ja, wenn das Auto es fordert für 39 Euro den Liter Öl, dann darf ich doch meinem Körper auch was Gutes geben. Das ist doch keine Schande. Und wenn ich meinem Körper nichts Gescheites gebe, kann ich nicht erwarten, dass ich davon eine Leistung abrufen kann. Aber das beste Produkt nützt nichts, wenn ich es nicht gefühlvoll und respektvoll brate oder koche. Die größte Freude habe ich jetzt heute, dass der Herr Alfons Schubeck bei mir da ist und er mir auf die Schulter geklopft hat und hat gesagt, ich gratuliere, dass du so einen großen Erfolg hast. Also mehr Freude habe ich jetzt überhaupt nicht mehr haben können. Als ich dann vor 5 Jahren nach München gegangen bin, habe ich mir gedacht, jetzt muss ich nochmal der ganzen Sache einen anderen Drive geben. Und habe mich dann für diese Welt der Gewürze entschieden und bin dann überall rumgeflogen, habe mal geschaut, wo es einen schönen Gewürzladen gibt, gefunden habe ich keinen. Dann habe ich mir selber einen zusammenbastelt. Wer eine gute Kartoffelsuppe kochen kann, wie muss bei dem erst die Hummersuppe schmecken? Und die Wertigkeit des Produkts so zu lassen, wie es ist, das macht einen guten Koch aus.